Akatosch zum Gruße und herzlich willkommen zu Folge, ich glaube 122 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Wir sind nach wie vor auf dem Weg nach Hoch Hrothgar, um das Horn des Jürgen Windrufer abzugeben. Und dazu haben wir eine Zwischenstation in Ivarstadt. Oh. Die hält mehr aus als erwartet. Können wir sie looten? Nee. Ich hoffe, das heißt so, aber müsste, ne? Ja. Ja, wir hatten ja letztes Mal noch diese Höhle. Kommt ihr jetzt besser sofort mit uns? Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet, und es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Hä? Ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Guten Morgen. Wen sucht ihr? Wir suchen Informationen über eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone, wie wir. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Lebt wohl. Die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist. Ausländer, was für eine Plage. Aha, man kann doch mit ihr reden. Was sollte das Ganze? Sie dachten, ich wäre eine andere Rotwardonenfrau. Sie ließen mich einfach nicht in Ruhe. Hoffentlich verirren sie sich in der Wildnis. Ah, okay. Ist eigentlich schon witzig, finde ich, dass hier jetzt offensichtlich unterschiedliche Rotwardoninnen rumlaufen. Und halt immer diese Krieger, die sie suchen. Wen haben wir hier? Maid war einmal in der größten Moment meines Lebens. Ich werde Entschuldigung? Die Rüstung der Nord hat viel Fell. Das macht Maid manchmal etwas nervös. Okay. Na dann. Ich hoffe, dass wir dann in dieser Folge mal ankommen. Ja, und erzählen wollte ich noch, dass wir ja in der Höhle der Beinbrecher waren, wo es irgendwie Hexen gab. Aber ich glaube, ich spinne. Und in der Höhle, da gab es halt noch... Ach du Scheiße. Ja, ich weiß auch nicht, warum mir das immer wieder passiert. Jetzt endet eure falsche Herrschaft. Die glauben nicht, dass ich das Drachenblut bin. Das ist hier immer das Ding. Jetzt verstehe ich's. Die stecken also wahrscheinlich mit den Talmor unter einer Decke. Das wahre Drachenblut kehrt bald in diese Welt zurück und wird alle richten. Mir nicht mit Gnade oder so. Die ist ausverkauft.
leider noch jemand. Da ist auf jeden Fall noch ein Kultist. So, mal schauen, ob wir das Pferd wiederfinden. Ja, und wegen der Höhle, ne, da war auf jeden Fall noch was. Da war ein Bereich, den wir nicht betreten konnten. Und das wurmt mich nach wie vor. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Da sind wieder die Rotwardonen, aber das Pferd ist weg. Kacke. Das ist doch echt Kacke. Da. Und ich glaube, das ist sogar die richtige Richtung. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Komm, wir reiten nochmal gerade zurück. Das hier müsste ja zurück sein. Dann schauen wir hier nochmal drauf. Ivarstadt, ja. Alles klar. Ah, da war auch noch ein Wegweiser. Naja, den habe ich nicht gesehen. Und da ist noch einer. Ivarstadt rechts rum, alles klar. Tschüss, Wolf. Tschüss, Wölfe. Das müsste es doch sein. So. Von ihnen. Ja, keine Spur. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ich fürchte, ich werde nichts los bei dem. Ach, rohes Muschelfleisch. Würzwein. Behalten wir. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ich glaube, das hat sich schon erledigt. Oh, es ist ja schon morgen. Nee, keine 24 Stunden. 3 Stunden schlafen wir jetzt noch. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir... Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Ich werde die Pelze, die ihr mir gebracht habt, gut gebrauchen können. Sehr gut. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, noch mehr Bären. Ich weiß nicht, im Moment erstmal nicht. Hier gab's noch einen Schmied. Nee, schade. Das hätte mir jetzt gut gefallen. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also, habt ihr schon gehört? Ich bin ein bisschen angespannt. Ihr reist herum. Dieses Mal auf Kühners. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Ja. Natürlich. Ich könnte mit euch gehen. Ja. Ich wünschte, ich könnte hier irgendwo noch Sachen verkaufen. Aber das sieht gar nicht mal so gut aus.
kann sich von allen Leuten nur was über den Ort erzählen lassen. So, das Hoch Hrothgar. Ja, das bringt uns nicht wirklich weiter. So, dann müssen wir jetzt die Stelle wiederfinden, wo es über diese 1000 Treppenstufen nach oben ging. Ich denke mal, dass das hier war. Ja, das sieht gut aus. Gott sei Dank sind die Pferde freundlich gestaltet, die Treppenstufen, da kann man sogar hochgaloppieren. Oh. Ah, okay, ich steig ab. Das alte Spiel. Ist da jetzt runtergestürzt. Ja. Könnte halt gut sein, ne? Das könnte sehr gut passiert sein. Oh mein Gott, ich sehe es auf jeden Fall nicht. Vielleicht liegt es jetzt tot im Wasser. Ja. Okay, also ich sehe es im Moment auf jeden Fall nirgendwo rumliegen, also vielleicht taucht es irgendwann irgendwo plötzlich wieder auf. Who knows? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrothgar emporsteigt. Ja. Ah, haha. So einfach. Ja, das waren wirklich viele Stufen bis dort oben. Oh nein! Der Schneebär wird mit Sicherheit auch nicht schwächer sein als andere Bären. Sondern eher im Gegenteil. Oh Gott, Pferdchen. Mach keinen Mist. Oh, der ist auf jeden Fall stärker. Wir müssen dem mal irgendwas entgegenwirken. Todeszeichen, ja. Stopp. Bogen wechseln. Ja. Nice. Cool, im Moment klappt das ja echt gut mit dem Pferd. Es ist auf jeden Fall noch nicht gestorben. So lang hatten wir schon lang keins mehr.
nein, Eisgeist. Gar keine Lust gerade. Ein geiler Ort wieder hier oben. Das haben die schon irgendwie drauf von Bethesda. Wenn ich mich nicht irre. Das klingt aber wieder nach Bär. Nee, das ist ein Troll. Wunderbar. Ich schieße mit Eisenpfeilen um mich. Das dürfte heißen, dass die alten Nordpfeile aufgebraucht sind. Ja, dann brauchen wir die auch mal auf. Pferdi? Ach nö. Wo bist du denn jetzt? Ach. Habe ich ja ehrlich gesagt wieder die Orientierung verloren. Ich glaube, hier müssen wir lang. Wohl, hier geht's runter. Oh, ich weiß es nicht. Da geht's wieder rauf. Bin ich richtig oder nicht? Okay, da geht's weiter rauf. Vielleicht stimmt's ja dann. Ja. Das sieht gut aus. So, Pferdilein, ich fürchte, du musst draußen bleiben. Aber ich komme wieder. So, Entschuldigung, musste kurz Nase putzen. Und hier ist doch schon Arngeier, unser Ansprechpartner. Ah. Ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ja. Haha. Ja. Ich folge euch. Als junger Elf wurde ich Altardiener von Vermina. Ah ja. Ich hatte keine richtige Kindheit. Wir durften uns mit niemandem anfreunden. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Doch. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Okay.
Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über Da mit euch teilen. Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lera Krosisan Sprundul Votnipala Klof. Die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Wow, wow, okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nach der langen Zeit wusste ich überhaupt gar nicht mehr so genau, was uns hier erwartet. Ich wusste nicht, dass es der Abschluss der Prüfung ist. Und ein Ritual auf uns wartet. Aber das war schon ziemlich cool. Achso, nee. Ja. Okay. Gibt schon noch ein paar Sachen zu tun. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Worum ging es bei der Zeremonie? Habt ihr mich angeschrien? Wir haben die traditionellen Grußworte einem Drachenblut gegenüber entboten, das uns als Lehrmeister anerkennt. Dieselben Worte wurden benutzt, um den jungen Talos zu begrüßen, als er nach Hochrothgar kam, bevor er zu Kaiser Tiber Septim wurde. Ah, was habt ihr gesagt? Ah, manchmal vergesse ich, dass ihr nicht wie wir der Drachensprache mächtig seid. Dies ist eine ungefähre Übersetzung. Seit langem verfällt die Sturmkrone ohne würdige Stirn, auf der sie thronen könnte. Bei unserem Atem verleihen wir sie nun euch im Namen von Kühne, im Namen von Shor und im Namen des alten Atmora. Nun seid ihr Ismir, der Drache des Nordens. Dies ist euer neuer Name. Okay. Interessant. Ich möchte mehr über die Stimme erfahren. Ihr habt schon so viel gelernt, Drachenblut. Es wäre gefährlich, eurer Gabe keine Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber es gibt viele Worte der Macht in Himmelsrand, eingegraben in die Drachensprache. Sogar von hier fühlen wir die Tuum von ihnen ausgehen. Es wäre ein guter Test, diese verlorenen Wörter zu finden. Das würde eure Fähigkeiten durch Erfahrung vertiefen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit für die Suche seid. Ich hätte gedacht, dass ich hier die Sachen teilweise schon gefragt habe. Ich frage es trotzdem nochmal. Erzählt mir etwas über die Graubärte. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrothgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Warum sagen die anderen nichts? Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten.
Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Kann ich Parturnax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnet. Sondern weil wir Maras Willen in jeden Winkel von Himmelsrand getragen haben. Ja, dann frage ich ihn jetzt auch noch, habt ihr Worte der Macht gefunden? Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Okay. In Eisenbundhügel. Ach, meine Stimme gibt auf, wo wir hier die ganze Zeit schon über Stimmen sprechen. Möge der Himmel euch leiten. Ja, danke schön. Das Wort der Macht in Eisenbundhügel. Okay. Es ist natürlich nett, dass wir da jetzt einen Wegweiser haben. Ah, und ich sollte mir vielleicht noch anschauen. Schreie. Haben wir nicht einen neuen gelernt? Wir haben den hier. Wir haben die unerbittliche Macht vervollständigt. Jetzt verstehe ich das. Oh, das wird stark sein jetzt. Das dürfte wirklich stark sein. Und dann können wir die vielleicht alle noch verbessern. Das wäre schon ziemlich cool. Ein Blick auf die Karte wäre nicht schlecht. So, Delfine Flusswald, das ist gar nicht so weit weg. Ach, wer ist jetzt hier? Da ist der Hügel. Ah, der wandert durch die Lande, ne? Ja, aber ich denke, dann gehen wir nach Flusswald zu Delfine. Das macht absolut Sinn. Bei Ivarstadt natürlich. Ivarstadt ist da. Eigentlich müssten wir versuchen, hier irgendwie den Berg Richtung Westen runterzukommen. Ach, mache ich das jetzt noch? Also wenn ja, sollten wir das auf jeden Fall ohne Pferd machen eigentlich. Ja, Pferdi, was mache ich mit dir? Also normalerweise ist es ja so, dass du dann irgendwo wieder auftauchst, ne? Aber... mal schon eher Richtung Süden unterwegs. Das heißt, ich müsste schon hier runter. Oh mein Gott. Das ist, harter Tobak. Ich drück mal hier diese Taste fürs Schnellspeichern. Oh. Das hat ordentlich was abgezogen, meine Güte. Aber wir kommen ganz gut runter hier. Oh, meine Herren. Meine Herren Gesangsverein. Unglaublich.
Ja, das geht besser als erwartet. Wir sind zumindest noch nicht gestorben. Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Oh, das ist auch geil. Weißlauf da hinten. Mann, Mann, Mann. Schon echt ein Knaller, dieses Spiel. So, und eigentlich dürften wir jetzt gar nicht mehr so weit von Weißlauf entfernt sein. Ich wechsle mal wieder den Bogen. Eisenpfeile müssen wir auch nicht unbedingt wieder haben, aber... So, Richtung stimmt, auf geht's. Dann hoffe ich einfach, dass Erandur und Ferdi irgendwie nachkommen. Weil erfahrungsgemäß sollte das ja eigentlich geschehen. Da sind wir im Prinzip auch schon. Okay. Bogen können wir erstmal wegstecken. Wobei ich ja persönlich, wie gesagt, hier mit einer Überraschung rechne. Aber das schauen wir uns in Teil 123 an, wenn ich mich nicht irre. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in Flusswald. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Danke. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. In Flusswald vor Delfines Taverne, schlafender Riese. Macht es gut, ciao.